Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen geilen Tag, hoffe ihr hattet bisher diesen auch und es gibt heute mal wieder neue Patch Notes bzw. die neuen PBE Notes. Das heißt, viele neue coole Änderungen erwarten uns. Hierunter natürlich coole neue Skins, einige Upgrades zu einigen Skins, da können wir gerne drüber diskutieren. Und dann natürlich auch Änderungen an Champions. Das heißt, hier zum Beispiel vor allem Ornn und Lissandra kriegen ja so ein bisschen was ab, aber auch definitiv andere. Außerdem gibt es natürlich immer wieder Leute, die fragen, hey Tobi, könntest du mal eine Roomtour machen, meine Freunde? Es ist soweit. Hier oben rechts in der Ecke könnt ihr meine weiße Tapete sehen. Ich hoffe, es ist nicht enttäuscht. Ich hoffe, es ist allen Erwartungen gerecht geworden. Normalerweise nehme ich Skins ja hier nicht mit rein, aber es gibt jetzt diesen tollen, richtig geilen Legendary Sola Leona Leona Elona Leona Skin Eclipse. Den gibt es in der Version Rot bzw. Sonne, also hell, und in der Version Dunkel, also Mond, also dunkel. Außerdem gibt es noch diese Camille und diese Lissandra, wobei ich mir bei diesen beiden Skins noch nicht so richtig sicher bin. Aber hier seid ihr angerufen. Ja, ich rufe euch an. Und zwar könnt ihr mir gerne eure Meinung mitteilen. Würde mich sogar wirklich interessieren, weil ich bin mir übel unschlüssig. Lissandra vielleicht so, ja, hm. Ja, Skins-Upgrades habe ich gesagt. Und zwar gibt es nämlich jetzt für die Star Guardian Skins diese Pyjama-Skin-Upgrades. Das heißt, ihr habt den Star Guardian Skin und könnt darauf das Pyjama wie ein Chroma draufpacken. Hab schon im Facebook einige Diskussionen mitbekommen. Das heißt, ja, hey, fällt dir nichts Neues ein? Kann man übelst drüber diskutieren. Ich muss sagen, Star Guardian gar nicht mein Thema und diese Pyjama-Skins werde ich mir auch nicht kaufen. Aber ganz ehrlich, wenn es ein Upgrade für mein Dragonblade Talon geben würde, dann würde ich mir das gönnen. Oder für Yasuo. Oder für Evelyn. Oder für so gut wie jeden anderen meiner Mains. Also jeden Champ. GG. Aber auch hier seid ihr gefragt und angerufen. Findet ihr das unnötig oder cool? Ich meine, es ist ja niemand gezwungen, ne? Ihr könnt es ja free. Ne, wer Bock hat, seinen Lieblingsskin aufzugraden, warum nicht? Kommen wir zu den Champion-Änderungen und hier werden wir nur das Wichtigste angehen. Und zwar das erste, Aatrox Ultimate wieder reduziert, 2 Sekunden. Ist auf jeden Fall cool, so hast du ein bisschen mehr Gameplay gegen diesen, weil die Ultimate ist wirklich viel zu lange. So kannst du ein bisschen kiten. Aatrox sowieso sehr, sehr starker Champion. Weiter geht's dann mit Galio. Und bei Galio ist ein bisschen interessant, denn seine Q wird vor allem verändert. Diese macht jetzt grundsätzlich erstmal mehr Base-Damage, deutlich mehr Base-Damage. Das heißt, die erste Instanz, wenn diese Kugeln auf dich fliegen. Allerdings dieser Folge-Damage, der durch den Wind erzeugt wird, der wird gechanged. Denn dieser hatte vorher, aufgepasst, 70 Base-Damage plus 60% AP und nochmal 3% AP pro 100 AP. Ich weiß gar nicht, warum das Ding ein doppeltes AP-Scaling hat. Wird jetzt geändert auf 6% HP Maximum plus 3% pro 100 AP. Das heißt, man kann wahrscheinlich ganz grob sagen, dass es gegen Tanks besser ist. Wave Clear wird wahrscheinlich schlechter sein und im Early Game ist es wahrscheinlich auch schwächer. Dafür im Late Game aber besser. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Sein Ultimate wird auch noch etwas verändert und zwar macht diese jetzt immer die gleiche Knockup Duration. Egal ob im inneren Kreis oder äußeren Kreis. Finde ich ein bisschen schade, weil ich, wenn man die Ultimate wirklich, die schwer zu landen, so trifft, dass der Gegner im Center drin ist, komplett gepunished wird, ist das eigentlich eine coole Idee, ein Outplay sozusagen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so ein bisschen diese Camille und Jarvan Galio-Kombo countern soll, aber ich finde es schade. Auch wenn ich den Champion nicht mag. Und nicht spiele. Weiter geht es dann zu Lissandra. Lissandra ist ein Champion, den ich wiederum sehr, sehr gerne mag und bei ihr ist es so ein bisschen übel schwierig und da auch jetzt eure Meinung übel gefragt. Wichtig, dass es noch PBE und kann sich noch alles verändern und ihre Passive ist schon sehr, sehr lange am Fragen, wie man es denn jetzt tatsächlich macht. Denn wenn jetzt ein Gegner in der Nähe von Lissandra stirbt, dann kommt da so ein Eisgeist, der läuft zum Gegner, in der Nähe vom Gegner wird der geslaut und nach 4 Sekunden explodiert der und macht massiv viel Damage. 120 bis 520, also im Late Game super viel, auf Stufe 1 120 schon, plus 30% AP Scaling, ist insane. Können wir erstmal so stehen lassen. Allerdings zu Kosten folgendes. Ihre Q hat weniger Mana-Kosten, was cool ist, ist nicht negativ. Aber jetzt fängt's an. Der Ring of Frost, ihre W, hat weniger Damage und weniger AP-Scaling. Und ebenso ihre Ultimate hat auch nochmal weniger AP-Scaling. Das heißt, Lissandra, der Damage, finde ich an sich die Argumentation cool. Du nimmst den Damage von Spells weg, damit du ihn woanders reinpacken kannst, wie hier in diese Passive rein. Das heißt, wenn man alle Zahlen zusammenrechnet, ist der Damage wahrscheinlich gleich hoch, wenn nicht sogar höher, weil ja mehrere von diesen Leuten sterben können und dann mehrere Eisgeister kommen. Das Problem, was ich hieran sehe, ist, dass diese Passive in der Lane komplett sinnlos ist. Das heißt, du hast auf der Lane keine Passive und selbst wenn du im 1-on-1 jemanden tötest, hast du keine Passive, weil dann bringt dir der Eisgeist nichts.
In vielen Situationen kann es wahrscheinlich sein, dass du wegdashen kannst von dem Geist oder vielleicht sogar ein bisschen fliehen kannst oder der halt sehr, sehr lange braucht, bis er auslöst und dann schon zu spät ist, weil der explodiert erst nach 4 Sekunden. Außerdem könnte es sein, wenn du auf die Botlane irgendwo einen Dive machst, was Lissandra ja sehr, sehr gut kann, dass einfach der Damage fehlt und dadurch keinen Kill machst und... Also ich finde das ein bisschen schwierig, vor allem wenn ich berücksichtige, dass Lissandra sowieso ein Champ mit unendlich wenig Schaden ist. Ja, sie hat super wenig Damage. Ist okay, weil sie sau viel CC hat, aber irgendwann ist halt mal gut, weil ich meine, es gibt einfach andere Alternativen. Klar, Nivea ist nicht so mobil, aber sie hat mehr CC und ultra viel Schaden. Also das eine muss nicht das andere unbedingt ausschließen. Aber ich persönlich muss sagen, klar, wie gesagt, es ist PBE und es muss halt erstmal getestet werden. Ne? Das ist der erste Run. Aber ich würde lieber die alte gerne haben, beziehungsweise lieber als diese. Aber auch hier gerne eure Meinung. Was ich mich frage, meine Freunde, ist, ob Rito am Burnen ist. Wir haben hier Nunu und Willump. Ja, das heißt, gestern haben wir die Patch Notes erst drüber geredet und Nunu wurde sein Q-Healing verändert. Und jetzt verändern sie es einen Tag danach wieder instant. Da frage ich mich, das stand doch gestern schon fest, dass diese Änderung kommt. Warum nimmt ihr das nicht in die Patch Notes mit rein? Oder hätte man das nicht vorher testen können? Are you burning? Verstehe ich nicht. Weiter geht's mit Ornn und hier ist die Argumentation folgende. Ornn ist ein Champion, gegen den es super eklig ist zu spielen, ist super nervig, aber obwohl er so nervig und eklig ist, hat er gar nicht mal so eine gute Winrate. Aber gerade auch im Pro-Play wird er sehr, sehr oft gespielt, ist sehr stark und ja, das Ganze soll ein bisschen gechanged werden. Erstmal fangen wir ganz normal an, seine Q ein bisschen mehr weniger Mana kosten, ist cool. Und die W. Die W ist das Problem, wenn du gegen Ornn spielst, er drückt auf W, er burnt dich weg und wird geschildet. Ja, das heißt, du kannst nur wegrennen, weil wenn du ihn haust, dann haust du auf das Schild, was super kacke ist. Das heißt, es ist nicht rewarding. Das Ganze wird so verändert, das Schild wird entfernt, dafür kriegt er wieder Unstoppable, um den Spielern, die so ein bisschen, nicht einfach nur Braindead W drücken, sondern die mit ein bisschen Gehirn arbeiten, ne, die werden quasi ein bisschen bevorteilt, beziehungsweise die können das Ganze ordentlich nutzen. Und du hast aber jetzt, wenn Ornn auf W drückt, er kriegt kein Schild, die Möglichkeit, hey, ich gehe jetzt back, ne, ich dodge das Ganze, oder ich trade den Boy, der hat kein Schild, ich hau den aufs Maul. Paul. Hierbei wird außerdem die Duration etwas verringert, der Schaden etwas gechanged und ebenfalls der Cooldown. Weiter geht es dann mit der E, den Knock-Up, und dieser hält jetzt etwas kürzer, finde ich grundsätzlich sehr, sehr cool, denn der ist schon relativ schwer zu landen. Kann man drüber diskutieren, finde ich aber okay. Dann haben wir natürlich den Call of the Forge God, beziehungsweise den Widderbock, die Ultimate. Und zwar ist es so, das Ding hat ja zwei Instanzen, die erste Instanz slowt direkt. Das heißt, du holst das Ding aus Jordanien, es läuft nach Deutschland und Deutschland wird geslowt. Ja, das Ding, du kannst halt auf super lange Range Leute slowen und das Ganze scaled jetzt nämlich mit der Distanz. Der Effekt ist jetzt also so, je länger das Pony unterwegs ist, umso länger wirst du geslowt. Das heißt, wenn du es da hinten holst und da direkt einer steht, dann ist er nicht ganz so lange geslowt und das ist ja auch die Absicht, dass du nicht so lang range-mäßigen Slow hast. Der Ultimate Knockup von der zweiten Stufe wird jetzt so, dass der Knockup das erste Ziel komplett knockupt und jedes weitere Ziel nur für 50% der Zeit, ist also Nerf. Kommen wir zu seiner Passive. Und die Passive ist an sich schon sehr, sehr interessant und die wird nochmal relativ spicy geändert. Insgesamt sieht das ja alles erstmal so nach Nerfs und ja, vielleicht nicht ganz so geil aus, aber die Passive hat es in sich tatsächlich. Denn folgendes. Sobald Ornn Level 11 erreicht, werden seine Items, die upgradable sind, geupgradet, automatisch. Das heißt, hat der Boy einen Trinity, warum auch immer, dann wird das sofort für dieses 1000 Gold Upgrade umsonst abgegradet. Das heißt, er hat einen Trinity Fusion, ja, so heißt das Item, hört sich echt geil an, hört sich an wie ein Rasierer, im Inventar. Kostenlos, er kann quasi einmal free über losgehen, super nice, und jedes weitere Item, was er sich kauft, das heißt, kauft er sich einen Black Cleaver, warum auch immer, und dann einen Infinity Edge, die werden ebenfalls geupgradet. Und jetzt kommt der Mega-Clou bei der ganzen Sache. Er kann ab Level 11 einmal pro Level, also die nächsten 4 Level mit 12, 13, 14, ne? Ja, ich weiß nicht, ob mit 11 oder mit 15 dann, ist auch egal, einen Teammate sein Item upgrade. Das heißt, er läuft zur Mitte, der Typ hat einen Rabadons, er haut einmal mit dem Hammer auf den Stoffhut und zack, ist das ein Stoff-Mega-Stahlhut. Ein verbessertes Rabadons quasi. Umsonst, für den Midlaner. Bedingung ist, wie gesagt, dieses eine Level und er muss dahin laufen. Ja, er kann dann auf die Botlane gehen, da steht jemand mit Infinity Edge. Er haut einmal mit seinem Hammer, zack, upgradetes Infinity Edge. Super krass, das heißt, die Leute müssen das selber nicht mehr kaufen. Es wird komplett umsonst geupgradet.
Dadurch ist allerdings insgesamt, wie ich sagen würde, seine Laning Phase etwas schwächer geworden. Er kriegt aber deutlich mehr Stats zusammen. Vor allem sein Team. Auch hier seid ihr angehalten und angerufen natürlich, gerne hier eure Kommentare zu drücken. Thalia bekommt auch eine interessante Änderung, und zwar ihre Q hat jetzt der Worked Ground 40 Sekunden weniger Cooldown. Gerade direkt im Early Game ist das ziemlich insane und ich denke auch vor allem ein Buff für die Lane. Denn dadurch hast du die Möglichkeit, deutlich mehr Qs in der Lane auf den Gegner zu böllern, was dir mehr Aggressivität, mehr Wave Clear etc. bringt. Cooldown wird ebenfalls insane reduziert, was wiederum, glaube ich, auch für den Jungle nicht schlecht ist, aber auch vor allem für die Midlane. Das heißt, ich denke, man möchte hier versuchen, auch Thalia wieder genau dahin zu bringen. Einige vermissen sie ja definitiv schon. Allerdings sind diese Buffs auch für den Jungle, muss man einfach so sagen. Ginsus Rageblade kriegt eine richtig coole Änderung. Vorher war der Effekt so, dass ihr On-Hit Damage gemacht habt, der hat skaliert mit AD und mit AP. Dieser wird jetzt geändert auf einfach 15 On-Hit Damage. Magic, bam, ne? On-Hit 15, On-Hit 15. Jetzt kommt aber eine coole neue Sache dazu, und zwar bekommt ihr 6 plus 0,5 pro Champion Level Prozent Armor und Magic Penetration dazu. Und das ist eine richtig geile Änderung, denn Champions, die dieses Item bauen, sind Champions wie Kayle. Und was baust du auf Kayle? Baust du ein Last Whisper? Baust du ein Void Staff? Eigentlich keins von beiden, weil beides immer nur so halb und halb ist. Rageblade, ich meine, okay, das ist vielleicht insgesamt ein bisschen viel, weil du direkt Armor Penetration und dieses Item an sich hast. Ein bisschen too much vielleicht, aber die Idee finde ich ziemlich cool. Aber too much. Celerity, eine Rune, die sehr, sehr gerne von Assassinen gepickt wird, aber auch von einigen Junglern und generell schnellen Personen. Ja, das heißt, sie hat euch vorher um 1,5% schneller gemacht, ein bisschen Damage umgewandelt, wird jetzt komplett geändert, und zwar ist es so, dass eure Movement Speed Effekte, Bonuses, und da zählen keine Schuhe dabei, um 8% erhöht seid. Das heißt, seid ihr ein Hecarim, rennt ihr in eurer E um 8% schneller. Seid ihr ein Talon und macht Yomus, zu Yomus sollte es auf jeden Fall zählen, und ihr Ultimate, lauft ihr um 8% schneller. Ist insgesamt ziemlich cool, finde es aber auch ein bisschen doof, weil das jetzt viel spezieller ist. Das heißt, Champions, die sich nicht schneller machen können, aber gerne schneller laufen wollen, können diese Rune nicht mehr mitnehmen, macht keinen Sinn. Außerdem bekommt ihr jetzt nicht mehr diese zusätzliche AD oder AP durch euer Movement Speed umgewandelt dazu, was ebenfalls kacke ist, weil, wenn ihr mit Talon, Yomus und Ult angemacht habt, habt ihr 30-40 AD bekommen, was nicht schlecht war. Ich denke mal, die meisten von euch haben es bereits mitbekommen, aber für die, die es nicht haben, möchte ich sie gerne informieren. Dark Harvest. Denn auch Dark Harvest wird geändert, ist schon seit dem letzten PBE drauf, deswegen, wie gesagt. Ja, im Prinzip funktioniert das Ganze so, ihr erntet jetzt keine Seelen mehr im Jungle oder findet diese irgendwo, sondern diese werden nur noch an gegnerischen Champions geerntet, wenn ihr ein Ziel angreift mit weniger als 50% HP. Das heißt hier, Ashe, weniger als 50% HP, du greifst sie an, sie kriegt den Dark Harvest Damage ab, ja, ohne dass ihr eine Seele habt, ihr kriegt, bam, einfach Damage drauf und erntet gleichzeitig dessen Seele. Ja, und kriegt 10 Damage dauerhaft auf euer Dark Harvest dazu. Jedes Mal, wenn ihr ein Ziel angreift, was unter 50% HP hat. Das Ganze hat auch Base Damage und AD und AP Scalings und jeweils einen 45 Sekunden Cooldown, der allerdings resettet, wenn ihr einen Champion tötet. Das heißt, ihr tötet Ash, zack, ihr habt ihr erstmal Dark Harvest Damage auf sie drauf gemacht mit dem Todesschlag und habt wieder die Möglichkeit, jetzt ein weiteres Ziel zu ernten und wieder Dark Harvest zu machen. Solange es unter 50% HP hat. Bin mir noch absolut unschlüssig, was diese Rune sozusagen hat, denn im Prinzip, ja, ich weiß nicht, auf der Lane so willst du halt eigentlich eine Rune haben, die dir hilft, den Gegner low zu bekommen und nicht eine, die dir erst hilft, den Gegner zu töten. Ja, das heißt, als Zed würde ich wahrscheinlich immer noch lieber Electrocute spielen, als vermutlich Dark Harvest. Aber da muss man wahrscheinlich ausprobieren und diskutieren. Also vermutlich eher eine Jungle-Rune und auch diese 45 Sekunden Cooldown plus 10 ist ja ganz cool, aber es ist halt nur noch gegen Champions und man kann nicht davon ausgehen, dass man immer einen Champion angreift unter 50% HP. Es gibt so viele Ganks, wo du versuchst zu ganken, es nichts funktioniert und zack, kriegst du keine Seele. Beim alten Dark Harvest konntest du wenigstens im Jungle farmen und auch die Kanonen farmen. Das alles geht jetzt nicht mehr. Und ebenfalls beim alten Dark Harvest im Teamfight, da lagen auch einfach mal 20 Seelen rum, obwohl man vielleicht nicht alle mitgeholfen hat zu töten, konnte man aber einsammeln. Beim aktuellen Dark Harvest musst du wirklich jeden angegriffen haben. Aber auch hier gerne bitte mit diskutieren. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Mittwoch. Ich hau rein und ihr hoffentlich auch. Auf Wiedersehen und tschüss.